Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei dieser 6 Aufstieg eines Königreichs, Reich des Ostens, Freispielkarten. Und in der letzten Aufnahme haben wir die verschollenen Sünden gesucht, aber noch nicht ganz gefunden. Uns ist einfach aufgefallen, dass die weg sind. Und der zweite Teil der Reihe von Total War Angel ist der leuchtende Teufel und wir machen uns direkt dran. Denn als das Land das fünfte Siegel öffnete, erschien ein Wesen ohne Gestalt, dem die Macht gegeben wurde, die Welt nach seinem Willen zu formen. Pest durchquerte auf der Suche nach Antworten die Wüste, in einem weit entfernten Land würde sie dem leuchtenden Teufel begegnen. Und soweit ich mitbekommen habe, gibt es bei dieser Map auch wieder einige Änderungen und ich bin gespannt. Es ist natürlich schon ein paar Tage her, dass da was gekommen ist und das tut mir wirklich sehr leid. Manchmal bricht einfach die Welt über einem herein, man weiß es ja. Spiel starten. Die 7 Toten verschwanden eines Tages aus der Hölle. Und Pest, dritte der apokalyptischen Reiter, wurde in Sand zu finden und zurückzubringen. Tod, vierter der apokalyptischen Reiter, wurde angeklagt, die 7 Sünden aus der Hölle entwendet zu haben. Doch Pest gelang es, seine Unschuld zu beweisen. Die Unterwelt stand einer unbekannten Bedrohung gegenüber. Noch immer suchten die Dämonen der Todsünden die Welt heim. Und derjenige, der sie freigelassen hatte, war nach wie vor ein Unbekannter. Das ist so geil! Nachdem Pest den von Leviathan besessenen Sultan bezwang, erschien ihr eine Unbekannte, die das Ende der apokalyptischen Reiter ankündigte. Doch noch sei es nicht an der Zeit. Das ist so eine geile Idee für einen Vorspann! Pest wurde beauftragt, nach Antworten zu suchen. Der Weg zur Wahrheit war steinig und schwer und führte sie durch die große Einöde. Das war auf jeden Fall kein leichter Weg. Ja, ich muss mir ein bisschen anstrengen, dass ich nicht zu schnell vorlese. Ansonsten verhaspel ich mich die ganze Zeit. Map Design und Skript von Total War Angel. Tester, Siedler Fritz, Anno Siedler, Uncle Sam und Jesse Bassett. Das ist ein Name. Die große Wüste. Ein lebensfeindlicher Ort für Mensch und Tier. Miezekatzen! Und dort, wo das Sandmeer sein Ende fand, war ein Hafen, die einzige Verbindung über den weiten Ozean. Die Bewohner der Stadt versuchten der Wüste zu trotzen. In diesem Land darf dieser menschlichen Hülle nichts widerfahren. Oder mein Geist ist dazu verdammt, auf ewig durch die Wüste zu spuken. Danke für die Erwähnung. Brüder von Marag, ich ersuche euch im Einlass. Ich möchte euch mein Anliegen vortragen. Wer von unseren Toren steht, will immer nur das eine, unser Schiff benutzen. Wir weigern uns, euch Einlass zu gewähren. Allerdings lassen wir mit uns reden. Wenn ihr uns helft, unser Brunnen ist versiegt und die einzige Wasserquelle dagegen ist nun die Oase im Osten. Leider haben sich dort Banditen breit gemacht. Ihr verweigert mir die Hilfe, solange bis euch geholfen wurde. Dann wird mir keine andere Wahl bleiben, als euch irgendwie zu uns in dieser Oase zu beschaffen. Oder euch einfach mal ganz kurz alle krank zu machen. Gut, soweit ich weiß, gibt es ja eine Art Leveling-Systeme für die Helden. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Oder das kam jetzt an einem späteren Teil. Die Map ist ausgegraut für uns. Und das sind diese Banditen hier. Oder sind das unsere Truppen? Nee. Ich finde es aber auch schön, dass wir diesmal zumindest Erklärung bekommen, warum unser Held nicht sterben darf. Und nicht einfach, tja, meine Geschichte geht anders, jetzt bist du tot. Ah, ja, da ist die Oase. Fragen wir mal die Leute da hinten. Ich glaube, das sind das unsere Soldaten. Ich meine, die haben unsere Farbe. Sieh an, was wir da brauchen werden. Das ist natürlich auch wieder wunderbar.
Ein Lager? Sind mir diese Leute auch feindlich gesonnen? Scheinbar nicht, sonst wärst du tot. Seid unbesorgt, Lady. Nur denen, die es verdient haben, ziehen wie Nomaden das Fell über die Ohren. Das sind die freundlichsten Nomaden, denen ich je begegnet bin. So auch Banditen. Erlaubt mir, euch um Hilfe zu ersuchen. Beweisen zuerst, dass auch ihr das Zeug dazu habt, das Fell abzuziehen. Bringt den normalen Löwenpelze, damit ihr Vertrauen gewinnt. Alles klar, wir gehen Miezekatz verprügeln und ihr das Fell abreißen. Komm, du große böse Miezekatze. Komm, kill die Miezekatze. Kill die Miezekatze. Und jetzt rennen. Kurz mal ein bisschen regenerieren. Aha. Kakteen. Winzige Kakteen. Die Map ist aber auch schön gestaltet. Das kann ich jetzt sagen bei der einzigen Provinz, die wir bisher gesehen haben. Die Map ist schon schön gestaltet. Ich sag's ja immer wieder, ich hätte einfach so gerne eine Mischung aus Siedler 5 und Siedler 6 als das perfekte Siedler, aber träumen kann man ja immer noch. Okay, reicht ein Löwenpelz? Oder müssen wir alle massakrieren? Gut, wir gewinnen also deren Vertrauen, indem wir in der Lage sind, Löwen zu töten. Skorpione eiern ja auch durch die Gegend. Ach, Moment, wieso warte ich überhaupt so lange? Wir können einfach Geschwindigkeit draufgeben und dann geht es mit der Regeneration ja wie nichts Gutes. So, den nächsten Löwen verprügeln. Und zurückziehen. Regenerieren. Reichen zwei Löwenpelze? Nein. Niu. Okay, nächster Löwe. Boah, das war schon wieder knapp. Und gleich noch die Löwen. Ist aber auch interessant. Eine Löwin, drei Löwen. In der Natur geht es, glaube ich, ein bisschen anders vonstatten. Ich finde es immer noch faszinierend, dass sie in der Lage ist, solche... Dass man in der Lage ist, so einen Charakter zu benutzen und dass der dann auch Vertonung hat. Das heißt, irgendwas hatten die Entwickler vermutlich früher für sie geplant. Löwe! Löwin! Vermutlich werde ich als Multiplayer-Charakter oder Singleplayer-Charakter zu benutzen, nicht zwangsläufig in der Kampagne. So, das muss jetzt reichen. Das war's für euch, mir ist sicher. Ihr macht euch sicher gut an einer Wand aufgehängt. Haha. Ey, hier. Zeigt sie her. Ihr habt es gerade vier gefährliche Biester zu bezwingen. Das Zeug von Stärke und Weisheit. Ihr habt nämlich wieder eine Spezies ausgerottet. Das ist weise. Wir werden euch helfen, was auch immer euer Vorhaben ist, Lady. Das ist nett. Knarzt. Knarzt der Stuhl ein bisschen durch die Gegend. Und jetzt gehen wir die Leute hier hinten mal begrüßen.
Aber sie muss ein bisschen vorsichtig sein, denn wenn sie drauf geht, ist das bitter, also Quicksave. Oder Pseudo-Quicksave, wie man das eigentlich nennen könnte. Ach, der Stuhl. Ei, wie ihr wünscht. Okay, sie hat keine Vertonung bei Bewegungen oder so. Oder hat sie eigentlich eine Vertonung für den Angriff? Nein. Aber für Titel und all das, all den Kram. Es gibt kein Zurück. Alles klar. Kämpft weiter. Kämpft so, weiter. Einfach mal platt machen. So, ihr auf diese nicht Bogenschützen. Aufgeben. Ihr auf stimmt dieses los. Zelt. Ihr auf dieses kämpft Zelt. Weiter. Respawn muss verhindert werden. Ihr kämpft auf dieses weiter. Zelt. Ihr auf zum dieses Angriff. Zelt. Du auf diese Bogenschützen. Ihr zum auf Angriff. Diese Nahkämpfer. Kämpft weiter. In den Kampf. Kämpft weiter! Auf euren Befehl! Oh, und dieses Zelt auch noch. Es gibt kein Zurück! Die Banditen sind besiegt. Ach, und die gehen wieder weg. Das ist nett. Oh, und jetzt gehen wir die wieder begrüßen. Ihr habt das Banditenlager-Problem für uns gelöst. Nun könnt ihr die Siedlung betreten. Guten Tag. So, begebt euch direkt zum Steg. Okay, begeben wir uns direkt zum Steg. Leiden los, ihr Landratten! Maus, geh mal da hinten hin. Das ist so genial gemacht. In Aragia. Wir haben ein Territorium eingenommen. Der Hafen ist total heruntergekommen, die Gebäude sind zerstört. Lange kann es aber nicht her sein, ich sehe Rauch. Da haben wir einen Kastellan. Das sind sozusagen unsere Gebäude. Und hier im Meer existieren einfach andere Leute auch vor sich hin. Ich muss den Statthalter befragen, was hier geschehen ist. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das sieht aus, als wenn es hier in der Theorie außerhalb der Map weitergehen würde. Es geht also nicht außerhalb der Map weiter. Aber es sieht so aus. Und das finde ich ziemlich gut gemacht. So. Manchmal muss man halt mit Lob um sich werfen. Und mir gefällt, dass unser Lagerhaus hier so am Hafen steht. Das hat was Hafenstadtartiges. Was ist hier passiert, Euer Majestät? Ein Kastellan, ein Statthalter, ist keine Majestät. Würde man, glaube ich, eher mit Exzellenz ansprechen. Oh, schrecklich, das habe ich getan. Ich erwachte eines Tages mit der Stimme in meinem Kopf, die mich anstachelte zu fressen, zu saufen, zu feiern. Dem Volk ging es schlecht und ich erlag der Völlerei. Oh, das ist bitter.
Das Volk auf die Straßen und letztendlich war die Stadt von den Protesten in Schutt und Asche gelegt. Das ist Hamburg! Als ich nichts mehr hatte, verschwand auch die Stimme. Beelzebub ist einer der niederträchtigsten 7 Sünden. Es macht ihm Spaß, einen Menschen die Völlerei erleiden zu lassen, bis dieser alles verliert. Dann zieht der Dämon weiter und sucht sich ein neues Opfer. Ich bin für ewig gebrandmarkt. Bitte baut den Stadt an meiner Stelle wieder auf und gebt dem Hafen seinen alten Glanz wieder. Okay. Make Aralgir great again. Der Wiederaufbau dieses Hafens ist eine Herausforderung. Kaum ein Siedler wird in dieser Stadt niederlassen, wenn ihr Ruf angekratzt bleibt. 70%, das ist doch unsere einfachste Übung hier. Okay, fangen wir an. Haben wir Ressourcen? Haben wir nicht. Das ist bitter. Gut. Das Interessante ist, dass wir hier so Wüstentexturen hatten da unten und hier. Ja. Hier haben wir ein Dschungelbiom. Und das Wetter. Ah. Interessant. Wer seid ihr? Könnt ihr uns helfen? Menschenfänger haben uns überfallen. Oh. Hey. Ich kann Arbeiter anderer Parteien krank machen. Sie werden ihre Arbeit niederlegen und streiken, bis sie Medizin bekommen. Wollt ihr, dass die Menschenfänger abschlachtet? Das mache ich gerne. Auch wenn ich einen Tennisarm davon bekomme. Und was war das gerade für ein komisches Flackern? Wir würden unser Dorf gerne durch einen Holzwall schützen. Leider fehlt uns dafür Holz. Habt ihr nicht recht? Ich weiß nicht. Hackt ein paar Bäume ab? Also gut. Wir schauen erstmal die umliegenden Provinzen an. Jetzt gehen wir weg. Ob es irgendwas gibt, womit wir uns irgendwie versorgen können. Erste Aktion sollte es aber, glaube ich, auch erstmal sein, Holz zu beschaffen, damit wir selber was bauen dürfen. Und dann müssen wir erstmal ein bisschen vor unseren Vorräten zehren. Mu! Kühe! Da unten gibt's Steine. Was haben wir hier? Wildeisen, eine Plingruine. Tigger ist auch hier. Noch ein Tigger. Ach, da oben gibt's auch noch Wild. Dieses Gebiet ist eigentlich ganz gut. 2 Tigger. Zu viele Tiggers. Pling. Okay, hier gibt es aber auch noch Steine. Also das Gebiet auch sehr wichtig. Gut, wir brauchen dieses Gebiet und dieses Gebiet auf jeden Fall. Kosten 300. Gut, dann werden wir es folgendermaßen machen. Wir bauen eine Metzgerei, die da garantiert hinpassen wird, weil ich befehle, dass sie da hinpasst. So. Und bauen den hier aus. Der Metzger wird sich noch in der Zwischenzeit von den Vorräten hier ernähren, versorgen. Und wir dürften, glaube ich, genug haben, unsere beiden Gebiete einzunehmen, sobald wir das Holz haben. Das heißt aber auch, dass wir noch möglicherweise eine zweite Holzfällehütte hinsetzen sollten. Damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Und hier haben wir schon diese praktische Kreuzung. Also setzen wir direkt mal fort. Und das können wir ein bisschen beschleunigen. Ah, die Regenzeit trifft ein. Ausbauen. Ausbauen. Es gibt gar nicht mal so viele Bäume hier. Und Ausbau.
müssen wir, glaube ich, unsere Holzversorgung erstmal ein bisschen sicherstellen. Und ich überlege schon mal, wo wir unsere Welle hinsetzen.